was sollen wir dann zusammen tun? Und die Betonung liegt auf zusammen. Was sollen wir zusammen tun, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen? It is together. What shall we do together to earn a livelihood? Because there is no conflict, therefore there is no ambition. Because there is no conflict, weil es keinen Konflikt gibt, gibt es keine Ambitionen. Weil es keinen Konflikt gibt, gibt es kein Verlangen, etwas zu sein. Richtig? Weil es keinen Konflikt gibt, weil es im Inneren etwas absolut Unangreifbares gibt, das nicht berührt werden kann, das nicht beschädigt werden kann, dann hänge ich nicht von jemand anderen psychologisch ab. Darum gibt es keine Anpassung, keine Nachahmung und all das. Therefore there is no conformity, no imitation and all that. So, not having all that, ohne alledem werde ich in dieser Welt das arbeiten, was ich kann, als Gärtner, als Koch, egal was. Anything. You understand what? But we are so heavily concerned. Sie hingegen sind derart stark mit Erfolg und Scheitern beschäftigt. To success. Erfolg in der Welt, Geld, Position, Prestige, Sie wissen schon, all das. Und dafür mühen Sie sich ab. Aber wenn nichts von alledem angestrebt wird, wissen Sie, was dann in einem Menschen passiert? But if none of that exists, you understand what is, what is, what takes place in a human being? In consciousness, in human consciousness, im Bewusstsein, im menschlichen Bewusstsein, das so stark konditioniert ist, richtig? So stark den Fokus auf Erfolg und die Angst vor dem Scheitern gerichtet hat. To be something, jemand zu sein, nicht nur im Außen, sondern auch im Innern. Das ist der Grund, warum Sie Gurus akzeptieren, weil Sie hoffen, dass er Sie zur Erleuchtung führt oder zu irgendeinem illusionären Unsinn. Nicht, dass es nicht etwas absolut Wahres gäbe, doch es kann Sie niemand dorthin führen. But nobody can lead you to it. Unser gesamtes Bewusstsein, oder zumindest ein Großteil, ist darauf programmiert, zu akzeptieren, ein Leben in permanentem Abmühen zu führen, weil wir etwas erreichen wollen, wir wollen etwas werden, wir wollen eine bestimmte Rolle im Leben spielen, wir wollen Erfüllung, Sie kennen das alles. We want to achieve, we want to become, we want to play a certain part, we want to fulfill, we want, you know, which all implies the denial. Das bedeutet gleichzeitig, bitte hören Sie jetzt zu, die Ablehnung dessen, was ist, ist die Akzeptanz dessen, was sein sollte. Weil wir das ablehnen, was ist, und die Idealvorstellung von dem, was stattdessen sein sollte, erschaffen haben, deswegen gibt es Konflikt. But if you have the, but to observe actually what is. Hingegen bedeutet es, das was ist zu beobachten, das heißt kein Gegenteil von der Tatsache zu erzeugen, sondern bei dem verbleiben, was ist. Wenn Sie zum Beispiel Gewalt betrachten, ist das Wort Gewalt bereits kontaminiert. Das Wort selbst, weil es Menschen gibt, die sie billigen und Menschen, die sie nicht akzeptieren. Durch diese Befangenheit entsteht eine Verzerrung der Wahrnehmung. Nehmen wir also Gewalt zur Hand. Und die ganze Philosophie über Gewaltlosigkeit, sowohl im politischen als auch im religiösen und in anderen Bereichen. Das bedeutet, es gibt Gewalt, und ihr Gegenteil, Gewaltlosigkeit. The opposite exists,
Because you know violence. Das Gegenteil existiert, weil sie Gewalt kennen. Und das Gegenteil hat seine Wurzeln in dem, was ist. The opposite richtig? Has its root in the in what is. Right. Right? So, we think by having an opposite, by some wir glauben also, indem wir das Gegenteil erfinden, werden wir durch eine geschickt angewandte Methode oder irgendeine glückliche Fügung das, was ist, überwinden. Das heißt, es gibt das, was ist, und das, was sein sollte. Um das, was sein sollte, zu erreichen, benötigen Sie Zeit. Sehen Sie bloß, durch welches Elend, den Konflikt und die Absurdität wir deswegen gehen müssen. Was ist, ist Gewalt. Und was sein sollte, ist Gewaltlosigkeit. Darum sagen wir, wir benötigen Zeit, um Gewaltlosigkeit erreichen zu können. Weil ich dazu erzogen wurde, in dieser Spaltung von Gewalt und Gewaltlosigkeit zu denken. Ich brauche Zeit dafür, ich muss mich anstrengen, ich muss mich abmühen, um gewaltlos zu sein. Das ist die Philosophie, das ist die Konditionierung. Das ist die Tradition, das Gute und das Böse. Können Sie nun das Gegenteil weglassen und nur auf Gewalt schauen, die eine Tatsache ist? Die Gewaltlosigkeit ist keine Tatsache, sondern eine Idee, ein Konzept, eine Schlussfolgerung. Das Faktum ist Gewalt. Dass Sie verärgert sind, dass Sie jemanden hassen, dass Sie andere Menschen verletzen möchten, Ärger, Eifersucht, all das gehört zu Gewalt. Das ist die Tatsache. Können Sie nun diese Tatsache ansehen, ohne das Gegenteil ins Spiel zu bringen? Verstehen Sie? Dann haben Sie die Energie, die derzeit noch vergeudet wird, um das Gegenteil anzustreben. All die Energie haben Sie dann zum Beobachten dessen, was ist. In dieser Beobachtung liegt kein Konflikt.